Ich habe ja schon viel von unserem Badezimmer gezeigt. Also einmal die Abrissarbeiten und ein paar Vorher-Videos und dann auch, wie das Badezimmer jetzt aussieht. Jetzt, wo es komplett neu renoviert ist. Und es ist alles fertig und schön und der neue Boden ist toll und die Badewanne, die neu restauriert wurde, ist toll und die Dusche erst. Das ist echt so ein Traum in diesem Badezimmer. Ist ein bisschen zu fancy für uns sozusagen. Wir trauen uns schon fast gar nicht. Also natürlich duschen wir uns da, aber ich weiß noch, die ersten paar Male haben wir uns fast nicht getraut, da wirklich zu duschen, sondern waren immer so mega vorsichtig und haben alles wie in so einem Hotel ganz, ganz vorsichtig angefasst. Aber wir haben noch ein paar kahle Wände und wir haben noch ein paar Regale, die wir aufhängen wollen. Und ich wollte das Badezimmer auch so ein bisschen dekorieren. Also bisher ist es noch ein bisschen so leer und kahl sozusagen. Und ich will einfach so ein paar Details ergänzen, um das Badezimmer ein bisschen gemütlicher und eingerichteter zu machen. Dafür hängen wir jetzt erstmal ein paar Regale auf. Das machen Jessie und ich zusammen, denn es ist nicht immer so einfach, Regale gerade hinzubekommen, wenn man das alleine macht. Wir haben uns für über die Badewanne dafür entschieden, so ein langes Regal hinzuhängen und auf dem Regal dann Pflanzen anzubringen, die dann nach unten wachsen. So richtig schöne Hängepflanzen. Und es wird noch dauern, bis die Pflanzen soweit sind, aber mein Traum ist es, dass die ganzen Pflanzen dann die Wand runter entlang wachsen, die ganzen Hängepflanzen, und dann die Wand, die Hälfte oder so ein Drittel der Wand dann komplett grün sind. So grün behangen. Das finde ich richtig schön. Es sind gerade zwei Regale angekommen, die wir bestellt haben fürs Badezimmer. Und ich muss sagen, die Qualität ist grenzwertig. So sehen die Regale aus. Mega süß. Aber sie sind super leicht und nicht so gut verarbeitet und waren dafür relativ teuer. Wir haben die aber über so einen Boutique-Shop sozusagen bestellt. Deshalb hatten wir gedacht, dass die Qualität ein bisschen besser ist. Kann ich jetzt nicht empfehlen. Wir behalten die aber, weil wir die eigentlich vom Look her ganz gut finden. Und wir werden die wahrscheinlich besprühen, damit die besser Wasser und Feuchtigkeit aushalten. Und Jessie wird hier und da nochmal ein paar Nägel reinmachen, dann passt es für uns. Aber so für Leute, die keine DIYs mit ihren gekauften Sachen machen wollen, kann ich die Regale leider nicht empfehlen. Aber so vom Look her finde ich die natürlich super. Das ist das kleine Regal. Und das hier ist das längere. Die werden wir dann nebeneinander aufhängen, damit wir ein ganz langes Regal haben und die dann mit Pflanzen befüllen können. Ich werde euch mal ähnliche verlinken, aber ich kann auch nicht garantieren, dass die Qualität dann besser ist. Ja, das sind diese auf jeden Fall. Heute ist es so verregnet und stürmisch, so krass. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt fertig gemacht und mir ganz viele Lagen angezogen, denn wir gehen jetzt in die Stadt. Ich will nämlich ein paar Hängepflanzen kaufen für die neuen Regalbretter. Und ich hätte gern, dass sie hier gut reinpassen. Die müssen nicht ganz ausgefüllt werden, aber vielleicht so 3, 4 Hängepflanzen wäre ganz gut. Vielleicht 3 und dann können wir den Rest propagieren und vermehren sozusagen und dann irgendwann ganz füllen. Wie gesagt, es ist so ein verregneter, dunkler Tag heute. Wir holen uns auch noch jetzt Essen in der Innenstadt ab, wenn wir jetzt eh schon da sind und Pflanzen kaufen. Wir haben was vorbestellt. Es gibt derzeit nur Takeaway oder man isst draußen. Wir essen heute nicht draußen. How's he been? Yeah, he's getting better for sure. Hier kennt ihr ja schon, aber unser Plan ist es, hier diese Wand ein bisschen auszufüllen. Die ist ja sehr groß und sehr leer und sehr weiß und wir wollen ein Regal hinhängen. Dann haben wir hier an der anderen Wand schon mal so aufgestellt, ein Regal. Das haben wir für Ewigkeit mal in einem Vintage-Laden gekauft. Das ist so ein simples Bambusregal, auch mit so Rattan-Details. Und das wollen wir über den Heizkörper hängen. Dann über das WC hier wollen wir auch ein Regal hängen, so eine Art String-Regal. Das habe ich schon im Arbeitszimmer-Video gezeigt. Davon haben wir nämlich 2, ich glaube sogar 3. Und das wollen wir hier drüber hängen. Ich wollte euch kurz
kurz zeigen, wie ich mir das vorgestellt habe in dem Regal. Also mit so einem Untersetzer. Ich will mir aber nochmal was Besseres überlegen, was dann auch über die Länge irgendwann gehen kann. Aber bisher haben wir eben diese Blumentöpfe besorgt. Ich glaube, die sind nur 10 cm im Durchmesser und dieses ganze Brett ist 10 cm tief innen. Und es braucht auf jeden Fall einen Untersetzer und dann haben wir noch diese hier. Und dann will ich die Pflanzen so umpflanzen, dass die halt hier alle so reinpassen, in diese kleinen. Und dann irgendwann einen größeren, breiteren Behälter, der sich dann über die ganze Länge zieht, besorgen. Irgendwann. Hier gibt es ein paar Nägel, die man noch ein bisschen fester hämmern muss. Das ist nämlich die Halterung hier und die ist noch ein bisschen locker. Die wollen wir einfach nur vorsichtig ein bisschen festhammern. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger zu entscheiden, wie wir die aufhängen, weil man die Halterungen nicht so gut erkennen kann, wenn das hängt. Bisschen wie bei einem Bild. Haben wir auch das hier aufgehängt. Jetzt mache ich mich mal an die Pflanzen, die ich dann auf das andere Regal stellen kann. Und die müssen auch umgetopft werden und sozusagen verkleinert werden. Wir haben hier zwei Hängepflanzen gekauft und die sind jetzt sozusagen zu groß, um sie in dieses Regalbrett reinzupflanzen. Deshalb will ich versuchen, die irgendwie aufzuteilen. Sieht nämlich so aus, als wären es unterschiedliche, also zwei Pflanzen hier drin und zwei Pflanzen da drin, die ich dann kleiner machen kann. Ich habe nur ganz vorsichtig auseinandergezogen und habe zwei Pflanzen erhalten. Und ich habe wirklich nicht viel Kraft verwendet. Ich habe nur ganz, ganz leicht alles auseinandergezogen. Die werden oft so eingepflanzt von den ganzen Gärtnereien, damit die eben im Topf voller aussehen. Und ganz oft sind es aber zwei, drei Pflänzchen. Was ich mir auch überlegt habe fürs Badezimmer und nicht nur für die Deko, sondern auch um selber ein bisschen mehr zu lernen, wie man Elektrowerkzeuge verwendet, wollte ich so ein Brett oder Tablett für die Badewanne bauen. Das kann man natürlich auch mit einer Handsäge theoretisch machen, aber wie gesagt, ich will ein bisschen mehr Elektrowerkzeuge einfach lernen zu verwenden und die Kreissäge selbstbewusst zu verwenden und ja, ich glaube, ich werde heute nur die Kreissäge brauchen. Ich habe alles abgeschliffen, zurechtgeschnitten und jetzt geht es daran, diese Unterkanten dran zu kleben. Also ich werde die nicht verschrauben, weil vielleicht sonst die Schrauben rosten oder so. Ich glaube, das ist auch vom Gefühl her besser, wenn ich da nur was verklebe. Und wir haben so einen Gorilla Glue, der sollte eigentlich sehr gut funktionieren. Und danach werde ich das Holz beizen und ich glaube eher so eine dunklere Walnussfarbe. Das ist der Kleber, den ich verwenden möchte. Leider reingehen, weil es wahrscheinlich bald anfängt zu regnen und ich will ja das Holz noch beizen oder lackieren. Ich weiß gar nicht, was das ist. Varnish heißt wahrscheinlich Lack.
Auf jeden Fall ist es jetzt schon ziemlich schnell getrocknet. Dieser Superglue trocknet ganz, ganz schnell und ist dann auch wirklich fest. Und ich habe mich für einen Walnusston entschieden. Den habe ich ja schon mal bei der Kommode gezeigt. Und ja, so ein bisschen dunklerer Ton würde, glaube ich, gut aussehen in dem Badezimmer. Klarlack drüber, damit natürlich das Holz der Feuchtigkeit und dem Wasser ein bisschen standhalten kann. Das ist halt hier ein bisschen, tut mir leid. Auf jeden Fall sind jetzt alle Regale hier angebracht. Das Brett für die Badewanne ist fertig, ist getrocknet. Die Pflanzen habe ich alle umgetopft und jetzt geht's ins Dekorieren. So krass, wie ich aus zwei größeren Pflanzen 9 gemacht habe. Es ist echt so, dass die immer so in eine Pflanze reingestopft werden, in einen Blumentopf, damit die einfach dichter und dicker aussehen. Aber ihr könnt die auch ganz leicht meistens auseinandernehmen, wie ihr gesehen habt. Dann haben wir hier noch über der Toilette ein Stringregal aufgehängt. Das habt ihr ja schon im Arbeitszimmer gesehen und deshalb habe ich jetzt nicht nochmal gefilmt, wie wir das aufhängen. Auf jeden Fall weiß ich nicht genau, wie ich das jetzt dekorieren soll. Ich werde ein paar Sachen lagern, aber ich habe da jetzt noch keine großen Deko-Ideen, außer noch mehr Pflanzen vielleicht. Ich habe einfach ganz viele Produkte in so eine weiße Kiste getan, weil ich dachte, das sieht dann ganz gut aus. Relativ ordentlich und organisiert. Meistens brauchen die chaotischsten Menschen die meiste Ordnung. Also die meisten Optionen, um für Ordnung zu sorgen. Dann habe ich hier noch ein kleines Körbchen, wo ich all meine Abschminktücher drin sortieren kann und ablegen kann. Und ich brauche generell, glaube ich, einfach mehr solcher Körbchen, damit ich ja, mehr Sachen hier lagern kann, ohne dass es irgendwie durcheinander aussieht. Das war's. Mehr gibt's hier in dieser Ecke nicht zu dekorieren. Ach, und dieses Regal, ich liebe das so sehr in Kombination mit dem Messing, mit den Messingdetails und den Fliesen hier an der Seite. Und ich glaube, hier werde ich nicht großartig viel drin lagern. Das sieht kleiner aus, als es ist. Hier passt schon einiges drauf. Aber wie gesagt, ich glaube, ich werde da nicht zu viel lagern. Ich habe hier einen Korb, da ist Zeugs drin. Einfach komplett durcheinander so ein paar Sachen. Aber hier auf dem Regal in dem Korb sieht es ordentlich aus. Dann werde ich einfach ein paar Produkte auf dem Regal lagern, die ich oft verwende. Dann habe ich über Facebook dieses kleine süße Pflänzchen, so, dieses kleine süße Pflänzchen abgeholt hier in der Gegend. Und es sieht einfach so süß aus. Ich sehe gerade, aber es ist trocken und braucht Wasser. Einen Moment. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, ein Ableger von einem Privatverkäufer auf Facebook. Und die Person hat es in so einem Pappmaché-Blumentopf vermehrt. Mega süß. Es kommt auch aufs Regal. Werd groß und stark! Dann werde ich jetzt noch das Brett auf der Badewanne stylen und dann zeige ich euch alles so final im Detail im Anschluss. Das Brett ist jetzt fertig. Ach, es ist so gut geworden. Ist jetzt getrocknet und testen wir es mal auf der Badewanne. Nostalgia coming through, when it's just me and you, we think of everything in blue. Dann
hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Vielleicht hat es euch inspiriert, auch ein bisschen Grün ins Badezimmer zu bringen, falls ihr auch ein Fenster habt. Oder es hat euch inspiriert, auch so ein Brett für die Badewanne zu bauen, falls ihr eine Badewanne habt. Tut mir leid, wenn nicht. Mir fallen bestimmt auch ein paar DIYs für die Dusche ein. Und vergesst auch nicht, mich auf Instagram zu abonnieren und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich wie immer über Daumen hoch, Kommentare, neue Abonnenten und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!